Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es das Update-Video zu meinen Invisaligns. Und zwar habe ich so viele Nachrichten bekommen, so viele Fragen und was denn jetzt passiert ist, weil die 7 Monate sind ja jetzt vorbei, ob ich fertig bin, was ich darüber denke und wo ich überhaupt zum Kieferorthopäden gehe, zu welchem und ganz viele Fragen noch mehr. Ich werde heute versuchen, euch die Fragen zu beantworten und euch meine Meinung zu sagen nach diesen 7 Monaten. Wenn ihr interessiert seid, dann bleibt auch dran. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir unten in den Kommentaren, denn dann werde ich sie euch noch in einem dritten Video beantworten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, denn heute bin ich ein bisschen lala drauf. Ich weiß nicht wieso, ich könnte vieles vergessen. Deshalb sage ich euch mal, um was es in dem allerersten Video ging. Und zwar habe ich euch in dem allerersten Video erklärt, was Invisaligns überhaupt sind. Dann habe ich euch meine Spangengeschichte erzählt, denn ich hatte schon mal eine Spange, warum ich aufgehört habe, wie meine Zähne damals aussahen und wie ich zu den Invisaligns gekommen bin. Was sind Attachments? Wie werden die Zähne vorbereitet? Was hat das Ganze gekostet? Wie sehen die Spangen aus? Ich habe euch das alles gezeigt in dem allerersten Video. Werde ich euch unten in die Infobox verlinken und nicht nochmal alles erzählen, weil sonst wäre das etwas doppelt gemoppelt. Deshalb, wenn euch die Grundinformationen interessieren, dann schaut euch das erste Video erstmal an. Da geht es, wie gesagt, um die Invisaligns. Wie die aussehen, seht ihr auch. Wie meine Zähne am Anfang aussahen, seht ihr dort auch. Deshalb guckt euch das Video an und dann könnt ihr ja wieder zurückkommen. Ich werde euch jetzt mein Fazit sagen nach 7 Monaten. Vor ein paar Tagen hatte ich noch einen Termin beim Kieferorthopäden und zwar ging es darum, was wir jetzt machen. Die 7 Monate waren nämlich vorbei. Ich hatte 14 Schienen. Die 14. Schiene hatte ihre Aufgabe auch schon erledigt und dann haben wir uns hingesetzt und darüber geredet, wie die Zähne jetzt aussehen, ob ich zufrieden bin und so weiter. Und zwar bin ich noch nicht fertig. Die geplanten 14 Schienen hatte ich alle schon aufgebraucht, wie gesagt, schon vor ein paar Tagen. Und dann haben wir uns entschieden, noch ein bisschen weiterzumachen. Denn wir haben uns hingesetzt, da hat mich mein Kieferorthopäd gefragt, und gefallen dir die Zähne oder willst du noch ein bisschen was ändern? Und da habe ich ihm gesagt, dass ich hier noch eine ganz kleine Lücke habe zwischen den beiden Zähnen, die muss weg. Dann habe ich hier noch eine kleine Lücke, die entstanden ist durch immer wieder Fallen zwischen den Zähnen, um Platz zu schaffen. Da ist die Lücke noch geblieben. Und dann sind die beiden Zähne hier noch nicht ganz gleich. Ansonsten bin ich super zufrieden. Meine Zähne unten sind ganz gerade geworden. Die waren wirklich schief und krumm und quer überall. Also die waren nicht so, auf keinen Fall. Dann, wenn ich gelächelt habe, hat mich sehr gestört von der Seite, dass meine Zähne so nach vorne geguckt haben. Und jetzt geht's. Also es gefällt mir jetzt. Und was mich am meisten gestört hat, war hier dieser Zahn. Der muss noch ein bisschen rein, denn die sind noch nicht symmetrisch. Und das habe ich ihm alles erzählt. Er war vollkommen einverstanden. Er war auch derselben Meinung. Und dann hat er sich nochmal meinen Vertrag angeguckt. Und das ist sehr wichtig. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch Invisaligns macht, ob im Vertrag drinne steht, dass ihr ohne Geld dazu zu zahlen weitermachen könnt. Denn in meinem Vertrag stand das, ich werde jetzt 4 bis 5 Schienen noch bekommen. Nächste Woche habe ich noch einen Termin, da werden Abdrücke gemacht, Fotos gemacht und das Ganze wird nochmal an Invisaligns geschickt mit den Kleinigkeiten, die ich noch perfektionieren möchte sozusagen. Und dann werde ich noch 4 bis 5 Schienen bekommen, das hat der Kieferorthopäd gesagt. Aber jetzt im Moment weiß ich noch nicht genau, wie viele ich noch bekomme. Auf jeden Fall möchte ich diese 3 Kleinigkeiten noch verbessert bekommen. Ich hatte euch im ersten Video ein kleines Video gezeigt von Invisaligns angefertigt, wie meine Zähne am Ende aussehen sollen. Und so perfekt sind sie noch nicht, deshalb werden wir jetzt weitermachen. 4 bis 5 Schienen lang sozusagen. Und ich muss nichts dazu zahlen. Das ist sehr wichtig, dass ihr darauf achtet. Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich fühle mich viel, viel besser.
Ich sehe das in den Videos, dass meine Zähne anders aussehen als in den Videos am Anfang. Ich fühle mich einfach besser. Auch mit meinen sehr schiefen Zähnen habe ich sehr gerne gelächelt, sehr gerne geredet. Aber trotzdem freut es mich sehr. Ich wollte das unbedingt für mich haben und da lohnt sich das Geld wirklich. Ihr zahlt das Geld einmal und dann seid ihr ein Leben lang zufrieden. Dann kommen wir zu einem anderen Thema und zwar, was macht man, wenn man mit der Spange fertig ist? Mir wurde sehr oft die Frage gestellt, ob ich hinten einen Draht bekomme oder ob ich die Schienen weiterhin abends tragen muss oder ob ich die Schiene ein paar Mal in der Woche tragen muss, wenn ich fertig bin, was man da macht. Und zwar diejenigen unter euch, die eine Spange haben, egal ob fest, lose oder welche Art auch immer, die wissen, wenn man fertig ist mit der Spange, dann kriegt man entweder eine lose Spange für nachts oder einen Draht hinten oder beides. Deshalb wurde mir diese Frage oft gestellt. In den ersten 2 Jahren können sich die Zähne noch sehr viel verschieben. Deshalb, wenn man nur die Schiene hätte, dann müsste man die Schiene 2 Jahre lang komplett durchgehend immer tragen. Immer wieder zwar dieselbe Schiene, aber 2 Jahre lang komplett durchgehend. Meine Spangenzeit sozusagen war jetzt 7 Monate bis jetzt. Und dann müsste ich sie noch 2 Jahre lang tragen, damit sich die Zähne nicht verschieben. Und dann gibt es noch die Drahtform von hinten. Das kennen bestimmt auch sehr viele unter euch. Und zwar wird ein Draht von hinten an die Zähne befestigt, so durchgehend. Dann müsst ihr zum Beispiel nachts keine Schiene tragen. Aber dann müsst ihr diesen Draht für mehrere Jahre tragen. Es fängt bei 7 Jahren an und dann geht es noch weiter bis 10 Jahre oder so. Ich wollte keinen Draht dauerhaft an den Zähnen haben, aber ich wollte jetzt auch nicht für 2 Jahre weiterhin eine Schiene tragen. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass ich 2 Jahre lang, also in den 2 Jahren, wo sich die Zähne noch sehr gut verschieben können, einen Draht haben werde von hinten. Und zusätzlich werde ich abends noch eine Schiene tragen. Ich habe meine 14. Schiene nicht so oft getragen, weil der Kieferorthopäd meinte, trag diese 14. Schiene, bis du deine anderen 4-5 Schienen jetzt bekommen hast, aber du brauchst die nicht jeden Tag tragen. Deshalb habe ich sie mal ein paar Nächte nicht getragen und da hatte ich schon hier Schmerzen und Kopfschmerzen. Deshalb brauche ich sowieso eine Schiene, wenn ich abends schlafe und deshalb macht mir das gar nichts aus. Also werde ich 2 Jahre lang einen Draht haben. Nach 2 Jahren wird dieser Draht weggemacht und dann werde ich nur noch abends meine Schiene tragen. Und ja, darauf haben wir uns geeinigt. Deshalb ist das so wichtig, dass ihr den richtigen Kieferorthopäden habt, der euch wirklich versteht und der auf eure Wünsche eingeht. Wir haben uns darauf geeinigt. Auch mit dieser Entscheidung bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich jetzt noch auf die weiteren 4-5 Schienen, denn dann werden meine Zähne genauso, wie ich sie haben möchte. Ich wollte sie nicht sehr gerade haben, weil das würde was von meinem Charakter wegnehmen oder von meinem Erscheinungsbild. So sind die Menschen an mich gewöhnt und ich bin auch so an mich gewöhnt, dass meine Zähne ein bisschen nach vorne schauen. Aber das alles hatte ich meinem Kieferorthopäden erklärt. Der war damit einverstanden. Der ist auf meine Wünsche eingegangen. Und wie gesagt, diese 3 Kleinigkeiten, die noch verändert werden müssen, werden noch verändert. Und das wird gemacht in 2, 2,5 oder 3 Monaten. Und dann bin ich fertig. Und dann würde ich sagen, kommt nochmal ein Video, wenn ich ganz fertig bin. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die sehr wichtig sind, stellt sie mir unten in den Kommentaren. Ich versuche auf sie einzugehen. Aber ich bekomme in letzter Zeit so viele Nachrichten, auch wer mein Kieferorthopäde ist. Ich werde euch den Namen und die Adresse unten in die Infobox schreiben. Wenn ihr da seid, könnt ihr sagen, ihr kommt durch meine Videos, durch meine Empfehlung. Aber dadurch kriege ich natürlich nichts. Es bringt mir nichts, aber ihr könnt es sagen, wenn ihr wollt. Es sind auch schon einige zu ihm gegangen nach meiner Empfehlung, aber die hatten zum Beispiel einen höheren Preis oder mussten die Spange viel länger tragen als ich. Wie gesagt, das kommt alles auf eure Zähne an, auf eure Wünsche an. Nur weil ich 2300 Euro ungefähr gezahlt habe, heißt das nicht, dass ihr auch nur so viel zahlt und auch in 7 Monaten fertig sein werdet. Deshalb, ich kann
kann euch natürlich nichts versprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da mal vorbeischauen. Im ersten Video erkläre ich euch auch, bei wie vielen Kieferorthopäden ich war, bis ich mich für einen entschieden habe. Deshalb ist das schon wichtig, dass ihr da Zeit investiert, dass ihr zu verschiedenen Kieferorthopäden geht, bis ihr einen habt, der euch wirklich gefällt. Aber jetzt wird das langsam so doppelt gemoppelt, denn das alles habe ich im ersten Video schon erklärt. Ich glaube, jetzt habe ich so die meisten Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir, denn ein Video wird ja noch kommen, ganz am Ende, denke ich mal. Wenn ich ganz fertig bin, werde ich dann noch ein Video drehen und euch das Endergebnis dann zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und was denkt ihr denn über meine Zähne? Sind die schöner geworden? Sind die besser geworden? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.